Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 1. Mai, Tag der Arbeit, ist für uns GewerkschafterInnen traditionell der Tag, an dem wir unsere Forderungen positionieren und uns ein Stück weit auch selber für unsere tägliche harte Arbeit feiern. Die tägliche harte Arbeit, die dazu beiträgt, den Laden am Laufen zu halten. In der Corona-Pandemie mehr denn je. Es gibt zwar einen Lockdown, aber der gilt nicht für die Arbeit. Arbeiten gehen ist schon okay, denn auf der Arbeit, da steckt man sich bestimmt nicht an. Oder man wird gleich in Kurzarbeit geschickt und muss nun jeden Cent zweimal umdrehen. Auch ist die Zukunft nicht nur vieler ArbeitnehmerInnen in Gefahr oder ungewiss, sondern auch die der Azubis. Wie geht es mit meiner Ausbildung weiter? Werde ich übernommen? Werde ich mein Ausbildungsziel schaffen? Das sind Fragen, die sehr quälend und existenzbedrohend sind. Quälend ist auch die Tatsache, dass die Pandemie zeigt, wie sehr wir noch in alten Rollenbildern stecken und Homeschooling, Homeoffice, Care-Arbeit, Arbeit in Kita oder Krankenhaus von Frauen geleistet wird, weil sich hier zeigt, dass die bis dato erreichten Errungenschaften in puncto Gleichberechtigung fragil sind und jederzeit ineinander zusammenbrechen können. Genau das zeigt sich in dieser Pandemie. Auch so ein hässlicher Nebeneffekt der Pandemie ist die zunehmende häusliche Gewalt. Denn wenn die Stimmung zu Hause gereizt ist und die Nerven blank liegen, dann rutscht schon mal die Hand aus oder es fliegen Gegenstände. Frauen müssen nicht selten Angst um ihr Leben haben, denn jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. An jedem dritten Tag gelingt dies auch. Aber wohin gehen? Frauenhäuser waren schon vor der Pandemie überlastet. Zu Bekannten oder Freundinnen flüchten? Schwierig, wegen der Ausgangssperre und der Kontaktreduzierung. Zur Polizei gehen? Auch schwierig, da Frauen, die Straftaten wie häusliche Gewalt oder sexuelle Übergriffe anzeigen wollen, nicht selten sich erstmal demütigende Fragen gefallen lassen müssen wie: Was hattest du denn an? Warst du nachts alleine unterwegs? Hast du ihn provoziert? Bist du nicht vielleicht auch daran schuld, dass er ausgerastet ist? Zu diesem frauenfeindlichen Klima, das wir schon vor Corona hatten, kommen jetzt auch noch die unschönen Seiten der Pandemie dazu, die dies alles nur noch verstärken. Nicht umsonst hat sich die DGB-Jugend in dieser Corona-Krisenzeit ein feministisches Motto gesetzt. Denn wir brauchen jetzt endlich eine Politik, die handelt. Wir brauchen jetzt positive Veränderungen und nicht irgendwann. Wir als DGB-Jugend fordern daher die 30-Stunden-Woche für alle. Das würde nicht nur unser aller Leben erleichtern, sondern gerade das der Frauen. Care-Arbeit und Lohnarbeit unter einen Hut zu bekommen, würde besser funktionieren und würde auch Männern die Möglichkeit geben, dies zu vereinen. Denn wer weniger auf Arbeit ist, der hat mehr Zeit für Kinder, Haushalt, Familie, Ehrenamt. Dinge, wichtige Dinge, die in unserer Gesellschaft nach wie vor zu einem sehr großen Teil von Frauen erledigt und auch erwartet wird. Nicht, weil alle Frauen das unbedingt so wollen, aber viele geraten in einen vermeintlich vorbestimmten Weg, von dem vor allem der Kapitalismus profitiert. Wer kennt es denn nicht aus seinem privaten oder auch beruflichen Umfeld? Wenn Kinder auf die Welt kommen, dann sind vormals vermeintlich gleichberechtigte Beziehungen gar nicht mal mehr so gleichberechtigt. Die Frau verdient oft weniger, also ist es selbstverständlich, dass sie die komplette Elternzeit nimmt. Sofern es einen Wiedereinstieg in die Lohnarbeit gibt, dann meist in Teilzeit. Der Mann dagegen nimmt 2 Monate Elternzeit und reduziert keine Stunden. Entweder, weil er vermeintlich im Job unabkömmlich ist oder der Arbeitgeber Druck ausübt. Um diese alten Muster zu durchbrechen und Eltern die Möglichkeit zu geben, wirklich gleichberechtigt Eltern sein zu können, braucht es nicht nur die 30-Stunden-Woche, sondern auch eine PartnerInnen-Freistellung vor und nach der Geburt eines Kindes. Daher brauchen wir jetzt eine Veränderung und nicht irgendwann. Daher brauchen wir jetzt eine feministische Revolution. Revolution Feminist. Vielen Dank und bleibt alle gesund.